Hallo, lieben Heiko ist hier. Heute möchte ich mit euch über ein hochbrisantes Thema sprechen, was aus meiner Sicht so gut wie keine Aufmerksamkeit bekommt. Medial, also wir reden ja immer, meiner Meinung nach ist immer die Ablenkungstaktik über alles Mögliche. Der Politiker dies gesagt, der hat das gesagt, der ist gut, der ist böse, wir müssen mehr gegen rechts tun, wir müssen mehr für Gender tun und so weiter und so fort. Fakt ist aber eins, dass es eine Sache gibt, und da reden wir nicht nur über Kinderpornografie, sondern wir reden über rituellen Kindesmissbrauch. Wir reden darüber, wie im Fall Dutroux, wo Kinder sogar geopfert werden für die Zwecke von aus meiner Sicht völlig geistig gestörten Leuten, die in den höchsten Machtpositionen zu finden sind. Und jetzt wurde die Sache so ein bisschen hochgekocht durch Puff Daddy, der bekannte Rapper, der war für viele ein Vorbild in den 90er Jahren. Es kam auf einmal raus, oh, der Mann hat ja einen Sexhandel verwickelt, Vergewaltigungen. So, im Endeffekt ist es ja überhaupt nichts Neues, weil ich sage nur eins, der Fall Dutroux und der Fall Epstein, Jeffrey Epstein, die sagen ja alles aus. Ich sage nur Epstein Island auf der Liste, kennt ihr alle mal, ich habe eine Doku, glaube ich, auf Netflix, mal reinschauen, Clinton und wer auch immer auf dieser Passagierliste mit stand. Die haben natürlich alle nichts damit zu tun, ist klar, sagen sie. Und das ist jetzt nichts Neues. Das heißt also, ich bin immer wieder erstaunt, wie manche Leute entsetzt sind und meine Erfahrung ist die, ihr wisst ja, aber ich mache das jetzt schon sehr, sehr lange. Dieses Business, als ich damals mein Buch Die Jahrhundertlüge geschrieben habe, werde ich nie vergessen. Da war das nämlich einer der Punkte, warum das Buch nicht verlegt werden sollte. Ja, da musste ich ja damals einen eigenen Verlag gründen. Da ging es ja um diesen Fall Dutroux, wo ich detailliert reingegangen bin und gesagt habe, das geht bis teilweise in die Königshäuser. Da wurden ja Namen sogar genannt. Damals Oberstaatsanwalt Massa, wer auch immer, die alle auf ominöse Art und Weise ums Leben gekommen sind. Wir reden über 28 Zeugen. Das ist extrem. Und wer sitzt noch in Brüssel? Die Frage können wir uns selbst beantworten. Das ist schon erschreckend, was dort abgelaufen ist. Wie kleine Mädels entführt, vergewaltigt, umgebracht worden sind. Und selbst Dutroux sagte ja, dass er für Mächtige in den höchsten Positionen arbeitet. Und da rede ich wirklich nicht von irgendeinem kleinen Politiker, sondern die sind in den höchsten Positionen zu finden. Viel, viel höher. Kann sein, dass die auch mit dabei sind, aber die werden dann letztendlich erpresst und ich kann mich entsinnen, als ich damals einigen Leuten davon erzählt habe, die wollten es nicht hören. Über die konsterieren, über alles Mögliche, konsterieren, okay, 11. September war eine Fake-Sache, ja, Kennedy, also alles okay. Aber, nee, Heiko, jetzt hören wir mal, also, nee, Heiko. Ist ja klar, weil das will ja keiner hören, wir haben ja alle selber Kinder, das tut ja richtig weh, dass es sowas gibt. Und das ist bis heute noch so, da hat sich wenig verändert und wenn man mal die Lupe rausholt, sich das noch anguckt, da brauchen wir bloß nach Deutschland schauen. Ich sage nur Sachsensumpf. In meinem Buch Die Jahrhundertlüge 2 habe ich intensiv über diesen Fall gesprochen oder geschrieben. Da ging es ja darum, dass 1993 in Leipzig ein Kinderbordell namens Jasmin ist irgendwann aufgeflogen, wo dann mal normal Richter und Staatsanwälte sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Und die da ermittelt haben, da sind nicht nur, kam es nicht auch zu ominösen Todesfällen, sondern da wurde massiv gegengearbeitet gegen die Kräfte, die das aufdecken wollten. Interessant war, dass selbst damals der Verfassungsschutz darüber im Bilde war, über alle diese ganzen Geschehnisse. De Maizière war damals Innenminister von Sachsen. Und ja, das ist nichts Neues letztendlich. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Ich erinnere nur dran an Christoph Metzeler, den Fußballer. Da findet man Kinderpornos. So, was passiert? Haftstrafe von 10 Monaten hat er bekommen auf Bewährung. So, dann gucken wir uns Sebastian Etadi an, ich hoffe, ich habe den Namen richtig, Etadi, ausgesprochen, Kind SPD, haben sie nachweislich Kinderpornos damals bei ihm gefunden, redet gar keiner mehr drüber. Aber das sind jetzt kleine Bauern auf dem Spielfeld, das ist aus meiner Sicht, das ist normal mittlerweile. Aber da wird anscheinend ja nicht groß gegen vorgegangen, sondern warum ist es so? Weil selbst in den höchsten Kreisen es immer noch so abläuft. Und wenn man jedes Jahr von unzähligen Kindern, gerade Mädels, spricht, die ja nicht gefunden werden, die letztendlich vermisst werden. Das ist ein ganz heikles und heißes Thema. Und dann kann es durchaus sein, dass die auch damit drin hängen in all diesen Dingen. Muss nicht sein, kann sein. Ich will nur sagen, das ist einer der aus meiner Sicht schlimmsten Geschichten überhaupt, die ablaufen und die bekommen gar keine Aufmerksamkeit. Gar keine. Warum? Weil es bis heute noch abläuft in den höchsten Kreisen. Und deswegen ist wichtig, aus meiner Sicht, diese Dinge zu thematisieren. Und auch in meinem neuen Buch, was rauskommen wird, kann man nicht mehr verhindern. Da geht es auch um ähnliche Dinge. Das heißt, es muss einfach mal an die Oberfläche kommen, was hier Tatsache wirklich abläuft.
Und deswegen war mir wichtig heute, dass wir über diese Dinge reden. Und ich sage nur nochmals, Sachsensumpf, Fall Dutroux, fängt man euch damit auseinanderzusetzen, was hier abläuft. Und deswegen ist es immer so lächerlich, wenn ich immer diese Ethiktypen sehe. Oh, also, ach, der, nee, das macht doch kein Politiker. Nein, die sind doch von Hause aus ganz liebe, nette Typen. Und wenn er in der höchsten Position ist, ob es in der Industrie ist, Vorstandsvorsitzender, ach nein, das sind alle gebildete Menschen. Genau da kommt es am meisten vor. Und was passiert? Die Menschen, die für Freiheit auf die Straße gegangen sind, ich erinnere nur an Michael Ballweg, die bekommen in Deutschland Haftstrafen mittlerweile. Menschen, die aus Gewissensgründen Impfpässe ausgestellt werden, die sitzen im Gefängnis, weil sie anderen Menschen helfen wollten. Obwohl rausgekommen ist, dass das eine große Lüge war, die ganze Pandemie. Gegen die wird vorgegangen. Menschen, die eine andere Meinung haben zur politischen Meinung, zu geschichtlichen Ereignissen, sitzen teilweise auch im Gefängnis. Gegen die wird massiv vorgegangen. Und Christoph Metzelder bekommt eine Bewährungsstrafe. Was soll ich denn dazu noch sagen? Also, wichtig ist nur zu wissen, dass es so etwas gibt. Und auch wichtig dabei ist, dass wir versuchen müssen, in uns, in der Liebe, in der Dankbarkeit zu sein und trotzdem dieses Wissen unbedingt zu vermitteln. Weil die Masse macht immer noch mäh, mäh und schläft ganz tief. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und ja, eine schöne Restwoche. Hier, wo ich bin, ist wunderschöne Sonne und es wird schön warm. Und ich werde jetzt ein bisschen die Energie mal tanken. Alles Liebe, euer Heiko.